Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Martin Krolopp, ich bin Fashion-Fotograf und willkommen bei einem sehr interessanten Thema, einem Videotutorial. Wir werden uns heute mit einem Ausrüstungsteil beschäftigen, was richtig klasse ist. Bevor wir aber weiterreden, möchte ich erstmal eine zweite Person vorstellen und das wäre hinter mir die Eva, die heute für uns modelt. Vielen Dank nochmal. Ja. Wir sind hier an einer ganz besonderen Location, nämlich genau in Palma in Mallorca an der Kathedrale. Und da wären wir auch schon mitten beim Thema. Hätte mir jemand früher gesagt, Martin, du wirst mal ein Einbeinstativ nutzen, hätte ich ihn ausgelacht und wahrscheinlich das jeweilige Einbeinstativ kreuz und quer um die Ohren geschlagen. Es ist aber ganz anders gekommen, als ich gedacht habe. Die Kombination, die ich gefunden habe, das war das Neotec Einbeinstativ und ein Kugelkopf. Ein Kugelkopf mit einem Schnelladapter, wo man hingreifen kann und dann einfach die Position des Kugelkopfes wechseln kann. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, gar nicht weiter reden, sondern zeigen, was dieses Ding kann. Ich drehe hier drauf. Seht ihr? Ich kann also meine Höhe mit einem Griff einstellen. Das heißt, ich habe hier so eine Art Einraster, den drücke ich mit dem kleinen Finger, dann muss ich nur noch die Hände zusammendrücken und schon kann ich hier völlig frei bewegen, ohne irgendwelche Aufwand. Und jetzt kommt das Gute am Kugelkopf, ich möchte ihn mal hier vorne zeigen, zudrücken und den Hochkant wechseln. Und das geht auch super schnell. Ich kann also fotografieren, Höhe wechseln, kurz umgreifen und weiter fotografieren. Und was haben wir da in der Hand? Was habe ich da in der Hand? Nämlich die Möglichkeit, qualitative Fotos zu machen, die Vorteile eines eigentlichen Stativs, eines Einbeinstativs überall nutzen zu können, ohne aber die eigentlichen Nachteile, die wir früher immer hatten, nämlich diese Statik, diese Unbeweglichkeit auch noch mitnehmen zu müssen. Ihr könnt ja Einbeinstative normalerweise nur von Fotografen, die am Spielfeld dran sitzen und Sportlern und Fußballern zuschauen und die fotografieren. Ihr wisst ja, wir machen keine Sportfotografie, wir machen Fashion- oder People-Fotografie und das ist ja was ganz anderes. Die Fotografen im Stadion, im Fußballstadion, die sitzen an einem Platz über 90 Minuten und das war's. Als Fashion-Fotograf geht das für mich gar nicht. Und das war auch der Grund, warum ich damals niemals ein Einbeinstativ hätte genommen. Es ist viel zu hinderlich, viel zu einschränkend. Ich brauche ein Stativ, was mir die Möglichkeiten bietet, die Position zu wechseln, was Höhe und Position der Kamera wechseln lässt, was Format wechseln lässt. Und das gab es lange Zeit nicht, bis ich irgendwann bei Manfrotto fündig geworden bin. Genug der Theorie, genug der Worte über das Stativ, kommen wir einfach direkt zu den Gegebenheiten, wie wir sie hier haben. Wir haben ja nicht ohne Grund ein Model mitgenommen, Eva steht ja nicht hier ohne Grund. Deswegen ab zum Fotografieren. Auch wenn die Filmkamera sehr empfindlich, hochempfindlich ist und die ganze Szenerie recht hell zeigt, das täuscht. Hier ist es verdammt dunkel und die Einstellungen, die wir mit dem Belichtungsmesser herausgefunden haben, die wären ISO 1600, die wären Blende 1,2 und eine 160. Verschlusszeit, ja, Belichtungszeit bei einer Brennweite von 85 mm. Da arbeiten wir also zu hoch für meinen Geschmack im ISO-Bereich, zu hoch, niedrig, was die Blendenzahl betrifft, also offenblendig. Und wir sind immer noch von der Verschlusszeit gar nicht so arg sicher, wie man es sich eigentlich immer wünschen könnte. Das heißt, was bringt mir in dieser Situation das Einbeinstativ von Manfrotto? Viele der Zuschauer werden sich jetzt bestimmt fragen, warum wir keinen Blitz benutzen, warum wir nicht einfach Additivlicht hinzufügen. Aber es gibt zwei Gründe, warum wir das nicht tun. Zum einen, wir sind ja hier in Palma an der Kathedrale, das ist gar nicht geduldet, hier so großes Geschütz aufzufahren. Und nicht nur hier, sondern ganz oft an vielen Orten, an vielen Locations kann man das einfach nicht tun. Und ich meine, das fällt doch gar nicht so groß auf. Wir könnten doch auch jetzt ein bisschen ja, Touris sein, würde ich schon fast sagen. Also es ist viel, viel, viel angenehmer für den Fotografen, so zu arbeiten, als mit einem großen Blitzequipment. Und der zweite Grund, den wir da haben, der ist folgender. Stichwort Atmosphäre. Wir wollen ja hier oder wir fotografieren hier bei Nacht und wir wollen die Atmosphäre einfangen und die Atmosphäre ist bestimmt durch die Hintergrundlichter, durch die Lichter, die hier vorherrschen. Ein Blitz würde niemals diese Lichter erhellen oder auf jeweils verändern. Wir würden also nur das Modell beleuchten, aber nicht die Atmosphäre ändern können und die können wir nur über die Einstellung an der Kamera, über die Helligkeit an der Kamera regulieren, über die Helligkeit der Belichtung. Zudem würden wir auch den Charakter der Ausleuchtung
am Model und vor dem Model ändern. Und das gehört eigentlich mit zur Lichtatmosphäre hinzu. Wir wollen wirklich so fotografieren, wie wir das Licht vor uns sehen und in unseren Augen haben, wenn wir jetzt auf Eva gucken. Genug der langen Worte, wir kommen direkt zum Fotografieren. Für mich geht's endlich los. Eva, bist du fertig? Ja, dann bis gleich. Ihr habt gesehen, ich habe spielend leicht die Position der Kamera verändert, Höhe am Stativ, Format am Kugelkopf. Geht ganz einfach. An dieser Stelle möchte ich aber noch eine Sache erläutern. Viele Leute denken noch, dass beim Fotografieren es einfach nur auf die Formel ankommt, 1 durch Brennweite. Das heißt, dass sie dann sicher sind und unverwackelte Aufnahmen machen. Das stimmt so allerdings nicht. Denn es gibt noch eine sehr hohe Fehlerquelle und das wären die Bewegungen des Fotografen, die Zitterer oder einfach die sonstigen Bewegungen beim Fotografieren. Und die schaltet ein Einbandstativ auch noch ab. Also additiv dazu, dass man länger als die Brennweite in Millimeter ist, belichten kann, so kann man zusätzlich noch die Fehlerquote, die unscharfen Fotos, wahnsinnig senken. Das heißt, wir bekommen dadurch viel weniger verwackelte und unscharfe Fotos, weil wir einfach diesen Faktor zittrige Hand oder Bewegung beim Auslösen durch den Auslöser, es gibt sogar noch Verwacklungen, die durch das Auslösen mit dem Zeigefinger sich ergeben, dass wir das größtmöglich abschalten. Und das ist ganz logisch. Ich möchte doch nicht Glückstreffer haben, sondern ich möchte gesteuerte, scharfe Aufnahmen. Wenn ihr nachts fotografiert, dann würden viele Fotografen wahrscheinlich hergehen und auf das tolle Model sich konzentrieren. Das ist in sich gar nicht falsch. Allerdings, wenn wir schon bei Nacht fotografieren, dann bringt das nichts, dass wir diese Nachtstimmung nicht zeigen. Das heißt, schaut an der Location, schaut um der Umgebung, dass auch wirklich diese Nachtstimmung aufs Foto kommt. Das muss wirklich drauf kommen. Und da müsst ihr auch etwas vom Model weggehen, um diese Stimmung zu zeigen. Also einfach ein bisschen drumherum, um das Model zeigen. So, ich mache mich wieder ans Fotografieren. Ich habe nämlich noch ein paar Bildideen, die ich mit Eva umsetzen muss und will. Ich sag euch noch einen schönen Tag, verabschiede mich mit ein paar schönen Bildern aus dem heutigen Shoot und wünsche viel Spaß, hoffentlich bald mit diesem Stativ.